So, Leute, da sind wir wieder. Willkommen zurück, Doom Eternal. So, jetzt mal kurz nachdenken. Wo waren wir dann? Was haben wir zu tun? Was steht da jetzt? Oppala, falscher Knopf. Okay, schnapp dir Samuel Hayden. Dann haben wir hier unsere Missionen. Waffenmission, gut, die habe ich. Die Haftbomben geschützt von diesen Spinnenviecher, also Krebsviecher da. 50 Spinnen mit der Super Shotgun, wir haben Schleifern verwendet, also einen Fleischhacken verwenden für den Kill und trifft mindestens 3 Gegner, 15 mit einer Salve Mikroraketen. Eieiei. Ja, Holger, da kann ich ja mittlerweile dauerhaft. Wöchentlich! Wie, da ist noch nicht viel. Battle Modus habe ich noch gespielt. So, normale Mission. Sammelt 2 Runden, das kriegt. Überlade einen Schild und Blastwerfer in den Mund, das kriege ich auch hin. Zerstöre 4 Schulterkanonen, die Schwachpunkte des Revenants. Ja. Machbar. Schauen wir uns das erstmal durch, was haben wir waffenmäßig alles? Fehlt eigentlich eh nochmal eine. Chain Gun, Rocket Launcher, Plasma Gewehr. Dann bleiben wir mal bei da. So. Stimmt, da kann ich ja nicht rausballern. Das habe ich letztens schon versucht. Aber es schaut cool aus. Das sind so organische Dinge. Okay. Gute Neuigkeiten für die Gläubigen. Samuel Hayden, der Betrüger, ist gefallen. Der Sehr schön. Tag ist Geschichte. Schauen wir mal, wie sehr es wirklich Geschichte ist. Ja. Na klasse. Meiner nimmt mit einer Salve. Ich schätze mal so. Aber da ist er jetzt nicht mehr. Das ist nicht mehr zielgelockt, gell? Kann ich das eigentlich wieder abschalten? Weil das Ziellock war eigentlich cool. So, sollte ich mir mal Munition rausklopfen, wo war anscheinend nicht bei dem da. Und kurz im Sack. Hoppala, Stoppuhr. Jetzt weiß ich ja nicht, wie lange jetzt das war ein... Einzelnes Missionsteil! Ah! Ein einzelnes Missionsteil, da dauert. Hey, das ist lieb. Boah, wenn die Musik, wollte ich gerade sagen, nicht sowas von extrem sein wird da gerade. Mal kurz schauen, bevor ich jetzt da. Das Tab ist wirklich so teilweise relativ geil, auch für eventuell mal kurz verschnaufen. Ich habe da irgendwie Klumpen bei der Maus liegen.
Mal, was ist denn da was? Da ist ja nicht viel. Ich brauche wieder Munition. Meistens muss ich von hinten erwischen, aber... Komm. Sag mal. Okay, da ist nichts aus der rechts rum oder kommen wir hin? Sagen wir mal, da komme ich jetzt, komme ich da wo hinten? Nö. Aber schon als erste Mission. Die Schulterkanonen von dem Deppen. Eine Hammer. Zählt die? Ja. Das heißt, ich brauche im Endeffekt so. Und ist das, warte mal, ist das so laut oder? Das passt ja so. Das gehört so laut. Gehört so ist es relativ, aber. So. Darunter müsste ich jetzt irgendwie ins Kampfgebiet. Ja. Mann, da am schönsten. Das zählt? Die Salben-Herausforderung? Zählt zumindest also, drei Gegner 15 Mal. Hat gezählt? Aua! Erwischt! Blöd ist ja nur, wenn ich mir meine eigene... Blöd ist ja nur, wenn ich meine eigene... wenn ich die Maxeln anzünde und dann... weil ich sie leben lasse für die Rüstung im Endeffekt, die mich runterschießt. Das sollte ich wieder bekleiden machen.
Hauptquartier wird angegriffen. Also gibt es einmal jetzt die Meldung von der Kettensäge. Muss ja kurz weg, da falle ich runter. Junge Fürsprecher, nehmen Sie das Leiden an. Jenseits des Schmerzes warten die Erleuchtung. Boah, ich krieg da so Panik gerade. Oh, fuck. Runter. Kuckuck. So, jetzt haben wir das überladen nochmal. Für den reicht's. Muni! Rechts weg da. So, was war nach rechts weg, da komme ich da runter zu. Dem Teil da, gehen wir da runter. Haha, gefunden. Versuche die ganzen Dinger da mitzukriegen. Ich muss ja ein bisschen Muni verballern. Déjà vu? Okay. Da liegt was im Weg, da hinten komme ich nicht vorbei. Ja, das muss ich irgendwo da weitergehen. Schon gefunden. Ich kann immer noch nicht sagen, was meine Lieblingswaffe ist. Ich meine, ich kann sagen, was meine Lieblingswaffe ist, aber ich will nicht an die Kleinen eigentlich nicht meine ganze Muni verballern. Zack! Hallo Vetter!
kann da nicht springen. Sie sind zart. Ich finde immer noch viel zu wenig Munition, finde ich, habe ich. So, mal kurz schauen. Rüber wäre so ein Teil hinter mir, weiß ich nicht, wo es hingeht. Machen wir mal. Schau mal rechts rüber. Ah! Da kann ich ja nicht mehr rein. Scheiße! Komme ich da hin? Achso, die werde ich jetzt aufsperren, schätze ich mal. Der Eingang zu Dr. Haydens Stützpunkt ist versperrt. Zwei Außengeschütze identifiziert. Berechne optimale Schussbahn. Und bestätigt. Sie können damit einen Weg bahnen. Ich markiere Sie. Kurz, da war was. Mit Haftbomben. Ist das manchmal schwierig? Wie komme ich darüber? Ist das jetzt noch immer so, oder? Na gut, ich kann es jetzt mal nicht raus. Wir sind auch immer voll östlich geschützt zum Ab, so darauf müssen wir. Hä? Eine schwer gepanzerte Variante auf die Fernkampf- und Gebietssperre spezialisiert. Ein einziger Blutschlag zerstört all seine Panzerung, was ihn einfacher zu töten macht. Habe ich den Blutschlag auch gehabt? Nö. Das hilft mir jetzt gerade nichts. Jetzt, wo ich das weiß mit Waffenwechseln, dass die Zeit da verlangsamt, macht das Ganze ja gerne mal mehr Spaß. So, da unten rum bringt es mir. Oh, warte mal. Da komme ich nicht durch. Scheiße! Das ist diese Geheimnisse, muss ich mal alle nochmal zusammensuchen. Und kriegen wir schon hin.
Sie kaputt? Nö. Oh, da ist er. Noch einer wo? Jetzt muss ich da drüben sicher noch machen. Okay, dann machen wir mal da weiter. Darauf, rüber, rauch mal rauf, da geht's überall weiter. Okay. Das ist eine Kletterwand. Gut. Mal gesehen. Ja, Mopbot. Ich mag die voll dort eigentlich. Glaube ich jetzt gerade gar nicht, dass das so gut ist. Okay, Rechtsklick. Das habe ich schon. Ja, das, da kann ich das Ding ja sprengen, wenn ich will, dass so remote in der Luft sind. Ehrlich gesagt, bin ich mit dem Mods eigentlich, ich bin glücklich. Ich würde es gar nicht sagen. Ja, eigentlich. Ja, das kann man nehmen. Wie gesagt, eigentlich bin ich glücklich mit dem Teil so, aber ja. Jetzt haben wir so für meinen Spielstil angepasst. Hm. Okay, gut, das ist. Das ist natürlich auch sehr geil, ja. Ich kann mal schauen. Und darüber. Das auch nicht. Einmal. Jawohl, Karten aufdecken. Gleich mal checken. Der Schlüssel ist da oben. Weil jetzt komme ich von da dahin, oder muss ich da rauf? Oben und gegenüber und dann ist Klettern. Das wird mit dem Klettern wahrscheinlich gehen. Und das andere ist da gegenüber. Und das geht ja. Ach cool. Gut, das habe ich. Hey, ich kann ein Slayer-Tor. Das werden wir auf jeden Fall. Das machen wir gleich. Ja, das wird jetzt hier wieder vollkommen lustig. Und überhaupt nicht hektisch und schwer. Wow!
wir da mal ein bisschen Raketenwerfer-Action. Sind wir weg? Oh Gott, was Kleineres. Kleiner. Oder das geht auch. Was die Großen sind, sag. Hey, hey, hey. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass ich es wenigstens irgendwie kaputt kriege, auch ohne Plasmawerfer. Aber gut. Kann noch immer nicht nachladen. Wollte ich mir jetzt echt mal merken. Wie schaut der aus wie ein Terminator? Ein Himmelsschlüssel, again. Du wirst mir schon 4 haben. Ich glaube, 4, 5, 4, 4. Danke, alles erledigt, was man hier holen kann. Was mich jetzt gerade zu der Frage bringt, wo geht's denn da jetzt weiter? Da sind ja Dämonen draufgekommen, okay. Anscheinend sieht man das auf der Karte so gar nicht. Ja, gut, dass man die Karte hat.
Ich nehme mich genau nix. Bin doch kein Akrobat. Grausliche Viecher! Unten ist das Feuerzeichen, da muss ich da weg. Weapon Mastery, cool. Ich müsste... da rein? Hallo. Jetzt wusste ich vorher schon nicht, welchen Mod ich nehmen soll. Ja, jetzt hab ich nicht mehr den. So. Haben wir eigentlich hier alles. Ah, von innen geht's. Das ist nett. Einmal auf den. Naja, ich finde das Ding. Hoppala, falsch. Ich finde das Ding macht irgendwie viel zu wenig Schaden. Kann man nennen. Ja. Jetzt ganz oben hier bin. Nein, muss ich darüber. Also eigentlich könnte ich ja wirklich die kleinere annehmen. So. Ist mal erledigt. Es ärgert mich aber nach wie vor, aber ich komme da fix wieder hin. Ich komme da eh fix wieder her. Nur was ich nicht weiß, ist das da. Und runter war das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die Plattform da oben jetzt erreichen soll, aber es schaut mir hier eigentlich gar nicht so mies danach aus. Die ist ja vollkommen rundum abgeschottet. Also die hat da keinen Weg, einen Weg rauf hat's nicht. Wäre da so rechts da, oder? Kann man da klettern? Nee. Fuck, ich denke, das habe ich verhunzt wieder. Von da drüben komme ich da ja auch nicht hin. Ja gut, jetzt bin ich schon. Schade. Vielleicht probiere ich es später nochmal. Wenn ich nochmal zurück vorbeikomme, gehe ich dann nochmal hin. Jetzt gehen wir mal da runter.
Ah. Engster Raum. Ein Flugzeug. Flugzeug in meinem Bauch. Da links sind, wo muss ich hin? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Also es würde mich ja nicht wundern, wenn es da noch mal so einen Eingang zum Reinhüpfen gäbe. Und den hätte ich vorher nicht gesehen. Ah. Darauf kann ich jetzt nicht. Ich meine, der war wirklich schon fast so gemacht dafür. Mehr Life ist immer gut, ja, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich hätte jetzt langsam wirklich gern mal volle Muni jedes Mal. Ich werde das machen. Ich will mehr Muni tragen können. Das ist so lästig jedes Mal, wenn es an die Muni ausgeht. So. Gut. Paar Tausend eine Weile. Werde ich mal unterbrechen, dann wird es noch ein bisschen dauern, bis wir da durch sind. Okay. Diesmal halte ich mich sogar halbwegs einmal eine halbe Stunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder an. Dann geht's weiter nach Samuel Hayden suchen, wo die Sprecherin der ganze Zeit das tot. Glaubt sich's natürlich nicht. Aber wir sehen's. Ob er tot ist oder nicht. Im nächsten Part, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Abo nicht vergessen und Like würde mich auch freuen. Servus.